Ich möchte erst einmal die Rednerin vorstellen. Ingrid hat Social and Educational Science in Berlin studiert und ist seit längerem in der Bewegung für ein Grundeinkommen in Freiburg aktiv und hat auch verschiedene Projekte und Aktionen gestartet. Und sie ist Teil des Garten Coop in Freiburg, die eher dem Degrowth-Bewegung zugeordnet werden können, also kann hoffentlich auch eine schöne Verbindung herstellen und hat sich als Thema für den Vortrag ausgesucht, Basic Income and Distribution. Und ja, ich würde das Wort übergeben. Hallo alle. Ich werde zunächst ein bisschen was dazu sagen, warum ich dieses Thema gewählt habe und dann aber im Wesentlichen das Projekt der Garden Coop vorstellen. Und zwar deshalb, weil ich denke, dass es eine gute Verschränkung der beiden Themen hier ist. Also es ist einfach ein konkretes Beispiel. Und oft hat man schon festgestellt, dass bei konkreten Dingen es einfacher für viele Menschen ist, solidarisch zu sein. 2007 habe ich bereits auf einer Mitgliedervollversammlung des Netzwerks Grundeinkommen in Berlin meinen Essay vorgestellt, Paradiesische Zustände, Wertediskussion und Wachstumszwang. Ich habe darin für das bedingungslose Grundeinkommen als Umverteilungsinstrument plädiert. Dafür waren unter anderem die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahre 2006, die zum ersten Mal die Verteilung der Einkommen von Privathaushalten weltweit untersuchte, maßgeblich. Diese Studie wurde vom UN-Weltinstitut der Erforschung der Entwicklungswirtschaft in Helsinki erstellt. Dieses Institut, abgekürzt WIDA, hat die Studie ins Web gestellt. Dort kann man diese Studie sich selbst anschauen und auch die Ergebnisse. Daher gehe ich davon aus, dass der Überfluss an Gütern, Reichtum an materiellen Dingen sich bei wenigen konzentriert und nicht ausschließlich auf Automatisierung und Technik zurückzuführen sind, sondern auf ein kulturelles Umverteilungsproblem. Seit dem Jahr 2006 verschärft sich diese Entwicklung weltweit. Dieses Umverteilungsproblem kann global nicht durch Eigenverantwortung, sondern nur durch kollektive Lösungen basierend auf der Analyse bestehender Machtverhältnisse geändert werden. Weiter setze ich mich dafür ein, dass nicht nur Geld und Einkommen, sondern auch Arbeitszeit und Arbeitsvolumen in diese Verteilung einbezogen werden, sodass global das Recht auf sinnvolle Betätigung für jede und jeden durchgesetzt wird. Ich zitiere in dem Zusammenhang einen Beitrag aus dem Jahr 2006 des Netzwerkmitglieds Tobias Krefeld, weil er einfach so toll die Sache auf den Punkt bringt. In unserer Gesellschaft gibt es aber statt dem Hufschmied und dem Kartoffelbauern zwei Techniker. Die eine Kartoffelanbaumaschine und einen Hufeisenautomaten warten können. Wir brauchen aber nur einen von beiden Technikern. In einer vernünftigen Gesellschaft würde der eine vormittags die Maschine betreiben und der andere nachmittags. Und den restlichen Tag würden sie mit nicht existenzsichernden Tätigkeiten die Zeit vertreiben und zum Beispiel Politik machen oder sich ausdenken, wie die beiden Maschinen noch weniger Energie brauchen. In unserer derzeitigen unvernünftigen Welt bekommt der eine Techniker von Jahr zu Jahr weniger Kartoffeln für seine Arbeit und hat keine Zeit und Muße mehr, sich über Verbesserungen an Maschinen Gedanken zu machen. Und der andere Techniker sitzt zu Hause und muss zwischen 8 und 20 Uhr beweisen, dass er jederzeit bereitsteht, die Arbeit vom anderen Techniker zu übernehmen, wenn dieser eines Tages tot umfällt, und bekommt dafür ebenfalls von Jahr zu Jahr weniger Kartoffeln zu essen.
Zitat Ende. Ich habe das auch hier in meinem Essay in diesem netten Buch veröffentlicht. Ausgehend von den Erfahrungen in den letzten Jahren in Modellprojekten weltweit, die zeitlich befristet ein bedingungsloses Grundeinkommen einführten, konnte man feststellen, dass es sich positiv auf Gesundheit, Gemeinwesen, Bildungsstand der Kinder und die Einzelhaushalte ausgewirkt hat. Eine nicht expansive Art des Wirtschaftens, die sich mehr auf gemeinschaftliche Interessen bezieht, hat sich dadurch herausgebildet. Ob man es Co-Ökonomie oder Gemeinwesenökonomie nennt, das bedingungslose Grundeinkommen war hierfür förderlich und ermöglichte solidarisches Wirtschaften. Ich gehe jetzt dazu über, das Projekt solidarischer Landwirtschaft, in dem ich seit 2010 Mitglied bin, zu beschreiben. Auf europäischem Level bedeutet es, es ist ein CSA-Projekt, das bedeutet Community Supported Agriculture. Die Garden Coop Freiburg. Hier wird solidarisch und gemeinschaftlich organische Biolandwirtschaft betrieben. Was ist CSA? Ausgehend von Japan im Jahr 1971 mit TIT gibt es die CSA-Projekte unter verschiedenen Namen weltweit. Ausgehend von der Erkenntnis, dass Menschen nicht zum Konsumieren geschaffen sind, sondern dafür, zu jemandem zu gehören, ermöglichen diese Projekte es, die Fähigkeit zu teilen, anhand der Ernteerträge einzuüben und demokratische, inklusive Entscheidungsprozesse mitzutragen. Warum inklusiv? Ich habe hier mal unseren Dokufilm als DVD mitgebracht. Bei uns werden auch die krummen Gurken verteilt. Deshalb heißt der Dokufilm Die Strategie der krummen Gurken. CSA. CSA hat gerade eben seinen European Report ins Netz gestellt. Auch da ist die Adresse angegeben. Das Grüne, das ist ein Zitat aus diesem CSA European Report. Unsere Mitglieder, aber fast in allen diesen Projekten ist es so, die kaufen nicht einzelne Produkte, sondern sie finanzieren als Verbrauchergemeinschaft die lokal ausgerichtete, bedarfsorientierte Biolandwirtschaft. Besonders in der Aufbau- und Gründungsphase kann ein bedingungsloses Grundeinkommen es Einzelpersonen oder Gruppen erleichtern, gemeinsam etwas zu schaffen, was man alleine oder als Kleinfamilie nicht schaffen kann. Weltweit verstehen sich die CSA-Projekte als Gegenmodell zur industriellen Landwirtschaft, zum Agrarbusiness. Als Nebeneffekt haben sie oft zur Folge, dass eine Rückeroberung von Ressourcen, hier vor allem Land und Maschinen, erfolgt oder angestrebt wird. Positive Erfolgserlebnisse sind vor allem festzustellen bei der gemeinschaftlichen Kontrolle über die Produktion von Lebensmitteln. Deren Verteilung ist jedoch nach wie vor in Freiburg unser Sorgenkind, da sie mit Fahrradanhängern durch die Mitglieder erfolgt. Hier möchte ich etwas ausführen zu den Arbeitseinsätzen. Jedes Mitglied muss also bei der Aufnahme sich bereit erklären, im Jahr 5 Arbeitseinsätze vor Ort auf der Hofstelle zu leisten, in egal was für einem Arbeitsbereich. Wir kontrollieren das aber nicht. Das heißt, in der Praxis ist es so, manche machen mehr, manche machen weniger und es funktioniert trotzdem. Ich möchte auch wegen der Fahrradanhänger das als exemplarisches Beispiel nehmen für, was ich auf dem Plakat qualitatives Wachstum nenne. Denn in unserem Umfeld
hat sich also ein sogenanntes Start-up der Fahrradanhänger angenommen und hat also mit unseren Gemüsekisten ihren Prototyp immer weiterentwickelt, sodass sie nun einen super tollen Fahrradanhänger konstruiert haben mit Elektroantrieb. Also das Projekt heißt Carla Cargo und das ist auch grenzübergreifend. Die sind auch mit Holland vernetzt und da hat es gerade eben so ein Anhängertreffen gegeben in Nijmegen und es war halt ganz toll. Also ich war nicht dort, aber die haben einige verkauft. So, Lernprozesse finden statt im Bereich von Umwelt und Landwirtschaft hinsichtlich Klimaverträglichkeit, deshalb eben auch Fahrräder und Fahrradanhänger. Zum Beispiel durch innovative Verteilungslogistik sowie Anbaumethoden. Eine Sensibilisierung findet statt hinsichtlich der Monopolisierung der Lebensmittelproduktion weltweit. Lokale und grenzübergreifende Auswirkungen durch offene Tage, Netzwerkaktivitäten, Werkstattwochenenden und Saatgutbörsen sind bereits spürbar. Durch die Verteilung der erforderlichen Arbeitsleistung auf viele Schultern und nicht nur auf die angestellten Landwirte und Gärtner werden politische Aktionen und die Teilnahme am Netzwerk Solidarische Landwirtschaft möglich. Ich glaube, das habe ich auch dort als Webseite angegeben. Das ist nämlich wirklich sehr interessant. Wachstumskritische Auseinandersetzungen und Debatten werden dadurch intensiviert und eine Reflexion über Ernährungssouveränität findet statt. Jeder muss was essen. Zum Traktorfahren braucht man kein Mann sein. Es arbeiten in unserer Landwirtschaft genauso viele Frauen als Männer und alle sind Teilzeit beschäftigt.